Hallo und herzlich willkommen zur vierten Woche meiner Videopack-Collection. Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Im englischen Video sind wir mit den Plus-Versionen und den Magic und Parker Games durchgekommen. Ich denke, so werde ich das wahrscheinlich in der deutschen Fassung auch machen. Das heißt, ihr seht die Boxen dann in einem Einzelvideo dann nächste Woche. Dann haben wir es aber auch und dann sind wir auch durch und dann kann ich euch versprechen, ich glaube, so wie es aussieht, mache ich dann mit dem Intellivision weiter. Aber da kommen auch noch Sachen, die Leute von euch interessieren. Ich weiß, ihr seid ja so unglaublich geil auf meine N64-Sammlung. Da kommen wir auch noch zu. So, fangen wir mit Game 1 an, mit Race. Oder bei uns in der tollen Übersetzung, ich glaube, das heißt auch wirklich, glaube ich, Rennen oder Autorennen oder so. Ja, ist ein interessantes Spiel, war auch genau das erste. Ihr seht den Unterschied zwischen Normal- und Plus-Version. Kann ich empfehlen, hat nette Screens, aber wie immer, ihr werdet das gleich sehen bei den ganzen Videopack-Versionen, da wiederhole ich mich gleich 10.000 Mal. Eigentlich unterscheiden die sich nur in einem Punkt, sie haben zusätzlichen Screen. Mehr ist da nicht viel bei den alten Games. Das heißt, die haben sie neu aufgelegt, das sind sozusagen eben auch alte Remakes. Für die Leute, die dachten, das gab es nicht in den 80ern, natürlich gab es auch schon Remakes in den 80ern, die sind ja nicht doof. Die wissen ja, wie man Geld verdient. Kann ich empfehlen, ist ein okay Titel, auch die Screens gefallen mir sehr gut, kann ich empfehlen. So, Cosmic Conflict, die 11 Plus, sage ich mal. Da kann ich euch keine Hintergründe zeigen. Das hat einen zusätzlichen Space-Hintergrund. Der ist okay, ist aber auch nicht so sinnvoll. Kann ich nicht so unbedingt empfehlen. Das heißt, für Leute, die das sammeln, die sollten das gucken, weil so viele Videopack-Titel gibt es nicht. Es gibt, glaube ich, für eine Remakes, ich zähle mal eben durch, ja, 6, glaube ich. Das ist also 6 Stück, das hat man schnell gesammelt. Ist interessant, muss man aber nicht unbedingt haben. Was man haben sollte, das hatte ich, glaube ich, als Kind tatsächlich nicht. Die Burgenschlacht Plus hat einen tollen Hintergrund, einen wirklich richtig Fantasy-like Hintergrund, das sieht wirklich richtig gut aus, ist auch bei einem tollen Spiel, das wirklich gut ist, auch gut. Also wer hier die Chance hat, die Plus-Version zu kriegen, dafür braucht er aber längst ein G7400, damit ihr überhaupt den Unterschied seht, sonst schaltet er auf das alte. Also wer theoretisch jetzt nur die Module sammeln will, ich habe ja beide Varianten, ich habe die Plus-Version und die Minus-Version, sage ich mal. Der kann die Plus-Version nur nehmen und hat je nach Rechner die Version drauf. Das heißt, also auf dem G7000 schaltet der automatisch runter. Das heißt, ihr müsst da nicht zwei verschiedene Module haben, vielleicht für den, der das interessiert. 20, nur zu empfehlen. Satellite Attack. Die 34 Plus, da kann ich euch wieder ein Screen zeigen. Das ist die normale, das ist die Plus-Version. Ihr habt also jetzt so eine Art Kraterlandschaft, Meteorlandschaft, habt ihr dann auch. Ich muss mal eben kurz gucken, nicht, dass die Kamera wegrutscht, das wäre ein toller Lacher, aber es macht mir nicht Spaß beim Schneiden. So, ihr habt also diesen Krater und da könnt ihr also dementsprechend dann genau das gleiche Game machen wie immer. Es sieht okay aus, es ist aber jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen würde, das müsst ihr haben. Genau das gleiche gilt auch für die 39 Plus. Freedom Fighter oder Freiheitskämpfer Plus ist okay, hat auch nur einen Hintergrund mehr. Kann man machen, muss man aber nicht. Was man machen sollte, PX Pete, also Pickle Peter, ihr seht einmal Plus, einmal Minus. Das ist ein schöner Hintergrund, da habt ihr jedenfalls auch ein bisschen so ein Gefühl, als wärt ihr in der Mine. Das kann ich nur empfehlen, da könnt ihr zugreifen, das ist okay. Am Spielprinzip, wie schon gesagt, ändert sich nichts, das sind die ganzen Plus-Versionen, das ist so. So, das waren die, ich nenne es mal einfach 6 Remakes, jetzt kommen wir zu den richtigen Games und die sind richtig gut. Terra Hawks ist ein schöner Shooter im Stile von Space Invaders, Astro Smash, also wirklich ein ganz toller Titel. Ihr macht, mal gucken, sehen wir die Screens, das ist auch wieder Minus, das ist die Plus-Version. Ihr könnt bei diesem Titel... Seid ihr unten und müsst wieder die Erde schützen, wie man sich gehört. Eure Gegner haben aber 4 verschiedene Angriffswellen. Das heißt, die haben in jeder Welle auch ein anderes Angriffsmuster und eine andere Waffe. Das heißt, es gibt Minen, es gibt Laser. Das ist wirklich gut. Danach wiederholt sich es natürlich. Klar, wird schneller und so. Wir kennen das. Aber das Spiel kann ich nur empfehlen. Das ist einer der Top-Titel. Absolute, klare Empfehlung. Killer Bees. Zeige mal wieder Plus-Version, Minus-Version. Klar. Auf jeden Fall hier die Plus-Version nehmen, da geht kein Weg dran vorbei. Das wohl beste Spiel fürs System überhaupt. Ihr seid eine kleine Biene und versucht einen Insekten...
Stapel, Angriff, irgendwas abzuhören. Da sind irgendwelche infizierten Insekten. Frag mich nicht, auch so eine Geschichte à la Bug Bumble, die nicht viel Sinn macht. Spielerisch super, das heißt, ihr könnt mit eurem Insektenschwarm gegnerische Insektenschwärme besiegen, könnt diese Angreifer besiegen, habt dann auch Special-Waffen, so eine Art Laser. Ist unglaublich toll, dieser Titel. Kann ich nur empfehlen, ist für mich der beste Titel des Systems. Gibt's keine größere Empfehlung, als das muss ein Sammler haben. Ich weiß auch nicht, ob es bei uns Killer Bienen heißt, wahrscheinlich schon wieder, aber Survival Horror. Nightmare, Albtraum, ja, genauso ist es auch. Ich zeig nochmal die Screens. Ja, ihr seid ein Passant in einem Schloss und müsst dieses Schloss lebend durchs Dach verlassen. Ist nicht wirklich realistisch, wie man hört. Ihr müsst da Geistern ausweichen, Blitzen ausweichen. Ist echt langweilig. Macht auch wirklich keinen Spaß. Und irgendwann, wenn man das System begriffen hat, dann ist das auch keine Herausforderung mehr. Kann ich nicht so ganz empfehlen. Für Sammler interessant, alle anderen müssen das nicht sehen. Das gleiche gilt auch Looney Balloon. Ihr habt einen Ballon und müsst lebend einen Vergnügungspark überleben. Ja, das ist Survival Horror der anderen Art. Ihr müsst also darauf achten, dass der Ballon nicht platzt. Ja. Und dabei geht man auf Karusselle und sonstige Sachen. Auch nicht unbedingt toll. Der schlimmste Feind ist hier der Wind. Kann ich nicht so ganz empfehlen. Als Gag gut. Alle anderen eher weniger. Was mir persönlich fehlt, ist Neutron Star. Wer das irgendwie tauschen möchte oder verkaufen möchte, kann mich kontaktieren. Das kann ich auch schon mal erwähnen. Das nur mal so als kleinen Hinweis, sonst würde ich euch das auch noch zeigen, aber das fehlt mir noch in der Sammlung. So, der A-Titel ist nichts anderes als eine Laufschrift. Ja, ihr sitzt gut und ihr hört auch gut zu. Das ist wirklich eine Laufschrift. Ihr generiert einen Text und der läuft dann. Das war's. Dafür hat man ein ganzes Modul rausgebracht. Ich glaube, das war bei einigen Konsolen dabei. Ich weiß, als Kind hatte ich das nicht. Deswegen gehe ich davon aus, da war es nicht dabei. Und jetzt habe ich es auch erst irgendwie als Sammler bekommen. Naja, also gehe ich davon aus, standardmäßig ist es nicht dabei. Atlantis. Toller Titel. Wirklich toller Titel. Auch diese Version genial. Ihr habt eine Stadt, müsst die verteidigen. Ich glaube, dieses Spielkonzept kennt, glaube ich, jeder. Die Videopack-Version kann ich nur empfehlen. Tolles, tolles Game. Hier hat Imagic alles richtig gemacht. Demon Attack. Ja, kann ich auch nur sagen, auch wieder alles richtig gemacht. Ganz gute Umsetzung, ist vielleicht ein bisschen leichter als die Atari-Version, so kam es mir vor. Ist aber trotzdem ein unglaublich toller, solider Titel, muss man haben. Also ist ein schöner Shooter, auch im Stile von Space Invaders. Wobei hier die Feinde noch ein bisschen mehr differieren von Level zu Level, aber ganz starker Titel. Kommen wir zu den Parker Games. Frogger. Zwei Screens, einmal die Straße, einmal den Fluss. Ganz starke Version. Kann ich nur empfehlen. Hat viel Spaß gemacht. Hat alles, was da ist. Hat sogar noch ein eigenes Intro. Kann ich nur empfehlen. Die Videopack-Version ist ganz toll. Hier hat Parker einen genialen Job gemacht. Kann ich nur empfehlen. Müsste haben. Qbert. Ja. Auch einer der stärkeren Titel für das System. Ist vielleicht nicht so ganz so spielbar wie die Atari-Version, weil er ist ein bisschen einfacher hier. Aber kann ich nur auch bedenkenlos empfehlen, haben alles richtig gemacht. Kann ich nur wirklich empfehlen. Auch wieder eine gute Umsetzung von Parker selber. Die haben das richtig gemacht. So, Popeye. Ja, für mich, soll ich sagen, die schlechteste Version der Parker Games, ja, ist es. Grafisch indiskutabel, spielerisch okay, aber ihr werdet sehen, jede Version, die ihr dazu findet, ist technisch besser. Man kann es spielen, man ist okay, aber ich kann eigentlich nur abraten davon. Seitdem ihr seid Sammler und wollt die Systeme, die Reihe komplettieren, dann müsst ihr das natürlich auch haben. Aber für Parker-Verhältnisse nicht großartig, wirklich nicht. Ihr seid Popeye, müsst eure gute alte Olivia Oil retten vor Brutus und ja, spielt die Atari-Version, die ist besser. Super Cobra hingegen ist eine tolle Übersetzung, ist wirklich genial gemacht, hätte ich auch nie so mit gerechnet. Ihr habt natürlich kein Scrolling, weil klar, das kann das System nicht, aber ihr fliegt von Screen zu Screen mit eurem Shopper und es ist wirklich ganz, ganz genial gelöst. Ich kann es nur empfehlen, ganz tolle Version, ich kann mal hier nochmal Screens zeigen, die sind ein bisschen langweilig, aber es hat alles das, was die anderen Versionen haben, nur dass ihr eben kein Scrolling habt und von Screen zu Screen fliegt.
Und trotzdem macht das Ding Spaß. Kann ich nur empfehlen. Also ganz starker Titel. Wirklich ganz stark. So, dann kommen wir nächste Woche zu den Boxen. Dann haben wir es auch. Und dann kann ich euch sagen, dann kommt auch was anderes. Dann habt ihr die Videopack-Saison überlebt. Ich hoffe, dann seid ihr auch zufrieden. Wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Schon mal Ideen schicken, was man noch so zeigen will. Vielleicht wollt ihr auch noch mal irgendwas sehen, was man nicht so sieht, was ich wirklich schon hier auch habe. Und dann zeige ich das auch gerne. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann folgen noch die Boxen. Tschüss, tschüss.